Herzlich willkommen und warme Grüße zu einem neuen Video. Bei mir heißt das das siebte Gartenjahr dann. Sorry, ich wünschte, ich könnte euch das einfangen. Ich habe hier aus allen Richtungen Tierbesuche. Das erfreut mein Herz. Bringt mich mal ein bisschen raus, was die Begrüßung angeht. Ich versuche es einfach mal. Ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Warme Grüße. Ja, bei mir klingelt das siebte Gartenjahr an, wobei rein rechnerisch wäre es der 7. Dezember, aber ich habe es natürlich dann gleich im Januar reingeholt, macht alles nur unnötig kompliziert. Also ich befinde mich hier im siebten Gartenjahr, habe wieder zurückgefunden seit kurzer Zeit und kümmere mich hier so um die ein oder andere Baustelle, wenn man es so bezeichnen möchte. Baue die Strukturen wieder auf und kümmere mich um die ein oder andere Stelle, die mir von Herzen Spaß macht, weil das ist so der einfachste Weg, seine Energie umzuwandeln. Ob ihr rechts schaut, ich denke, da dürftet ihr ein bisschen was entdeckt haben. Einmal hinter mir, vielleicht in der Ferne ein bisschen was, wer gut hingeschaut hat. Aber ich möchte euch das alles direkt zeigen. Und ich würde sagen, hier vorne fange ich direkt an, weil das eine oder andere baut auf jeden Fall darauf auf. Da habe ich nämlich einmal, könnte man sagen, grob umgegraben, ein bisschen was rausgeholt. Es ist definitiv dünner geworden. Durfte feststellen, hier die Pfähle sehen auch wunderbar aus nach so langer Zeit. Einmal der und einmal der. Aber der an der Ecke hat aufgegeben und mit der Zeit lag dann mal das Brett unten. Unten ist auch alles weggefressen. Da gilt es jetzt quasi einmal den Pfosten an der Ecke zu ersetzen. Das ist natürlich genau gerade den getroffen hat. Ist so eine Sache. Also der hier ist wackelig und morsch. Der ist unten weggenagt. Ja, allein die zwei, die jetzt da zu sehen sind, sind die stabilen. Ja, und hier die Seite fehlt. Wie gesagt, da war ein Brett, das steht jetzt hier auf der Seite. Pfahl habe ich mir schon hingepackt und das werde ich dann irgendwann ersetzen. Ist heute jetzt nicht dran. Da brauche ich dann auch schon den Akkuschrauber, damit ich hier die alten Sachen abkriege und das irgendwie so in der Art dann auch wieder gestalte. Vielleicht findet auch eine neue Idee damit rein. Einfach mal schauen. Und das, was ich hier gemacht habe, ist einmal, hier war ja Unmengen an Brennnessel drin. Andere schöne Geschichten wie Brennnesseln. Ja, das war auch wirklich so das Hauptding. Aber ein paar andere Sachen waren natürlich auch drin. Habe ich hier alles rausgeholt. Hat natürlich alles ein bisschen Höhe gekriegt. Ist fluffiger geworden. Habe immer so durchgesiebt quasi. Ja, da bin ich sehr glücklich mit. Warum ich das als erstes zeige, ist einfach der Grund, dass genau Erde von hier, und hier habe ich Pferdemist abgelagert, ein bisschen was von drüben gekriegt, das ein oder andere, was ich hier noch raufgeworfen habe. In der Vergangenheit war hier auch ein Kürbis drauf, ist super gelaufen, er durfte dann hier im Kreis wandern. Dafür war auch hier die Leiter da. Im letzten Jahr kam ich da nicht so hinterher. Deswegen ist alles noch über und ich mache das Stück für Stück. Also auf der Ecke gibt es ein bisschen was zu ersetzen. Bestimmt hier auch noch ein bisschen was umzugestalten. Ich denke, grob die Maße, wie es nachher aussehen soll, ist gut zu erkennen. Also klare Linien, würde ich sagen. Wobei ich da ein bisschen übers Ziel hinaus war, zur Ecke hin. Aber vielleicht mache ich das Ganze sogar ein bisschen größer, weil der Weg an sich ist doch schon recht parallel. Ja, ist auch schön, wenn ein paar Zentimeter dazukommen. Und hier an den Rändern gilt das dann auch alles noch anzugleichen. Da sind auch noch Brennnesselwurzeln drin. Ja, soweit sieht das da aus. So, dann kommen wir mal gleich zum nächsten, das ich euch im Detail aber gleich noch zeigen werde. Ja, ich habe mein Lager angefangen, bin super glücklich damit. Ein paar Sachen, ja, gibt es noch zu korrigieren, aber da habe ich schon gegensteuert. Also hier so ein Holz, das Ding war so total am Absacken. Da unten ist es weich, Hohlraum, ich weiß nicht, was los ist. Hab da ordentlich drin rumgestochert, auch nochmal Wasser drüber gegossen, aber vielleicht war das genau der Fehler. Zu feuchte Erde und dann wirkt das halt eben so, dass eher die Erde verdrängt wird. Hab das aber so weit ins Gleichgewicht gebracht. So bekomme ich ein bisschen Holz von dort hier hin schaffen und habe ein bisschen mehr Platz. Ja, hier oben gibt es ja gar nicht so viel zu zeigen. Das war ja so an sich schon ganz schier. Hier ist allerdings ein bisschen Erde hingekommen. Ein bisschen Power für das Beet und auch, dass mir das Laub dann nicht weiter rumfliegt. Hier liegt jetzt noch genug rum, da werde ich irgendwann mal wieder beigehen. Hier auf der Seite hat sich ein bisschen getan. Ich habe diesen riesen Scherbenhaufen aufgesammelt. Woran muss ich gerade denken? Nein, das waren nicht ein paar grobe Scherben. Es war so klein. Ich musste richtig rumpulen und das alles irgendwie zusammenkriegen. Daher, ja, das Geschichtchen. Aber jetzt schön frei. Da habe ich noch die Anzuchtschälchen fürs nächste Jahr. Das ist ja schon dieses Jahr. Es geht ratzfatz. Und hier vorne beim Holz,
Dazu kann ich sagen, ganz viel jetzt hier aus den Ecken rausgeholt, aus dem einen oder anderen Beet auch. Vorne habe ich das auch gemacht. Da habe ich mir einfach gedacht, dass ich das sammle. Auch so ein bisschen, ja, für die Zwecke die Sachen einteile, wofür ich sie verwenden möchte. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, ob das nun mal so ein Kohlaufrichten ist. Oder zum Beispiel für die Erbsen, für die Tomaten. Dann gestalte ich ja natürlich auch die Beete. Und die Beete haben dann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein Holz drin, besondere Holzstücke, die ich besonders schön finde. Und da mache ich hier gerade so meine Häufchen und will dann nachher für alles seinen Platz haben, dass ich da so ein bisschen koordiniert rankomme. Auch wenn ich da mal jemanden hier wieder im Garten habe, der mithilft, dass ich dann auch sagen kann, weil mir liegt was daran, dass man sich hier selbst verwirklicht und ich würde da natürlich Raum freigeben. Das Ganze läuft halt schon ein paar Jahre und deswegen geht es natürlich auch darum, so ein bisschen die Struktur zu wahren und nicht neues Chaos reinzubringen. Ansonsten bringen die alten Strukturen nicht, wenn man da versucht, was drüber zu stülpen. Und deswegen dachte ich mir, so ein bisschen Häufchen zu machen. Das beugt dem ein bisschen vor und dann kann ich sagen, hier, pass auf, da das Holz, kannst dich bedienen, ja, tob dich aus. Gibt ja ganz so oft Sachen, die einfach schon irgendwie in meinem Kopf irgendwo mit eingeplant sind und dann finde ich das immer schade, wenn das fehlt. Aber ja, ist noch alles so eine Vorstellung von mir. Ihr kennt ja meine Geschichte und daher, ich bleibe jetzt erstmal hier bei der Situation, wie sie ist, Struktur aufbauen und ja, da geht es weiter im Text. Also hier drüben ist es dann deutlich freier geworden. Die hatte ich ja schon mal da vorne hin verfrachtet. Und ja, wo waren sie denn? Ach nee, da, genau. An der Stelle hatte ich doch jede Menge Holz aufgereiht. Und das ist dann halt eben dahin gekommen, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Ich habe natürlich noch größere Vorstellungen. Da sind ja gerade im Moment, ich habe es euch gar nicht richtig gezeigt, ne? Das könnte ich euch nochmal richtig zeigen. Dafür habe ich halt zwei Unterkonstruktionen gebaut. Also einmal das hier, das wird dann noch nachher versteift, damit das nicht irgendwie zu irgendeiner Seite abhaut und umkippt. Aber wie ihr sehen könnt, so schon sehr stabil, da ist nur ordentlich Gewicht drauf. Und hier nach links kommt dann halt noch ein dritter rein, der steht da vorne noch, kommen wir gleich vorbei. Und der ganze Bereich hier, der soll sich halt eben verändern mit der Zeit. Und ich bin da guter Dinge, ne? Ich bleib da optimistisch. Nächste Zeit, denke ich, werde ich hier so schnell nicht loslassen. Und das weiter verfolgen. Schöne freie Wege, das gefällt mir gut. Hier ist auch noch mal Erde reingekommen. Hier sind die anderen zwei darüber gekommen. Da steht das dritte, wie gerade erwähnt. Hier ist ein bisschen Erde drauf gekommen. Ja, das ist alles soweit gleich. Hier drüben aber, definitiv zeigenswert. Da habe ich natürlich weitergemacht an der Stelle, so wie meine Kräfte das hergegeben haben. Da sind die Hochbeetteile hingekommen. Aber viel wichtiger ist dieser ganze Bereich hier vorne und das zeige ich euch jetzt im Detail. Ich werde da einmal rüberstiefeln und hier, ja, guckt selbst, der Berg ist größer geworden. Im letzten Video habe ich das hier gezeigt, dass ich hier schon bei bin und habe euch die Veränderungen gezeigt, aber jetzt wird es deutlich. Allein hier vorne habe ich die ganzen Wurzeln hingeschmissen, die ich hier schon ausgebuddelt habe. Hier vorne der ganze Bereich, ihr könnt hier noch ohne Ende Wurzeln sehen. Aber es wird ein bisschen klarer. Also hier habe ich ordentlich was rausgeholt. Gestern wirklich das, was ich frisch aufgemacht habe. Da liegen hier vorne die ganzen Wurzeln. Ob Brennnessel, ob Brombeeren oder halt eben Giersch. Generell freue ich mich darüber, aber es gibt ein paar Auflagen. Deswegen, das soll hier umstrukturiert werden. Da möchte ich natürlich so ein bisschen entgegenwirken, dass das hier überhand nimmt. Wo kommen denn die Brennnesseln her? Gar nicht so richtig gesehen. Wann seid ihr denn gewachsen? Ja, schön, da kann ich vielleicht noch mal ein bisschen was ernten und knabbern. Und das soll dann hier das ganze Stück weitergehen. Wie ich das schon im letzten Video sagte, da werde ich mich drum kümmern. Hier hat sich ein Bäumchen eingepflanzt, was auch immer das ist. Vielleicht eine Mirabelle, kann gut sein, aber ich weiß es nicht. Müsste ich mal mit hinten vergleichen. Hinten habe ich welche stehen. Ja, und da war halt Johannisbeerstrauch. Da wollte ich mal gucken, was nachher noch übrig ist. Bisschen Zeit bleibt noch. Und dann bis hier vorne durch, frei machen. Hier auch überall. Also hier soll auch was hinkommen. Ich möchte aber gleichzeitig den Bereich von ja, Überwuchs befreien, wie die sogenannten Brombeeren, Brennnesseln, Giersch. Das soll so ein bisschen mehr kultiviert werden. Ihr wisst ja, ich bin da im Schrebergartenverein.
Und ich möchte mich natürlich an ein paar Sachen halten und darauf wurde schon hingewiesen. Bin froh, dass ich da jetzt auch weiterkomme. Ne? Das ist für mich so ein Toucan. To-do mag ich nicht so gerne. Toucan macht alles ein bisschen einfacher. Und wenn man dann noch das Herz mit einsetzt, dann geht eine Menge mehr. Und ich hoffe, den einen oder anderen von euch motivieren zu können, egal wie gerade die Lage aussieht. Und ich durfte feststellen, dass die ganze Zeit Wasser auf der Linse war. Es so anzunehmen, wie es ist und einfach in kleinen Schritten voranzugehen und einfach sich das rauszuholen, was einem leicht fällt. Denn darüber kriegt man wieder die Strukturen, die Stabilität letztendlich in das rein, was man so ein bisschen in Ordnung haben möchte. Wenn gerade zu viel Chaos herrscht, ob es im Kopf ist oder im Garten. Ja, oh, schön, die Vögel sind mit dabei. Da ist der Nächste. Da ist der Nächste. Ja, hier kundschaften mich die Meisen gerade aus. Ja, natürlich ist es schade, dass jetzt ein bisschen Regen vor der Linse war. Aber ich hoffe einfach mal, dass im Gesamtkonzept das Ganze aufgeht und die Aufnahmen gut genug sind, dass ein ganzer Film draußen steht. Ich würde es mal einfach hoffen. Ja, es gibt noch mehr zu zeigen. Das befindet sich aber vorne im Garten und ich würde sagen, da stiefel ich jetzt mal hin. Ja, das ist einmal da vorne. Kümmere ich mich natürlich auch darum, was mir so ins Auge fällt und mir gerade leicht fällt. Und da ist noch genug, wo ich beigehen möchte. Ich habe aber da schon ordentlich Holz aus den Beeten rausgezogen. Hier hatten wir die großen Äste für die Tomaten. Ich habe gerade geguckt hinter mir. Nein, da sind sie nicht. Weiß gerade nicht. Achso, die sind da vorne hingekommen. Aber ich kümmere mich so ein bisschen darum, dass die Wege wieder freikommen. Hier am Rand war ich bei. Kümmere mich hier darum, dass das auch nach und nach wieder ein bisschen ordentlicher aussieht, soweit das im Winter geht. Also jeder, der einen Garten hat, weiß, ab Herbst bis zum Frühjahr sieht es halt ein bisschen wilder aus. Und ja, nichtsdestotrotz möchte ich hier mal ein bisschen Struktur schaffen. Also hier vorne ist ordentlich Biomasse wieder raufgekommen. Da tut sich auf jeden Fall was. Und auch da vorne, ich habe die ganzen alten ein bisschen was von der Lemon Queen weggemacht, damit ich hier wieder durchlaufen kann. Die sind auch hier mit drunter. Also können wir mal gucken, hier drunter, das darf hier nach und nach sich verkompostieren und ein paar Pflänzchen sollen hier auch wachsen. Ich meine, da habe ich auch schon Saatgut drin soweit. Ja, und so mache ich es gerade an jeder Stelle, wenn es dann gerade passt. Priorität ist natürlich hinten Basis schaffen, natürlich erfüllbare Ziele. Aber oft ist gerade für die Abwechslung von hinten nach vorne dann doch so ein Schritt ganz gut. Hier vorne ist nichts passiert, außer hier ein paar Sachen abgeknappt. Also die Wege sind soweit frei. Dort sammle ich Holz. Da habe ich auch was weggemacht. Also ihr könnt sehen, überall so ein bisschen. Aber definitiv mit dem Augenmerk auf hier hinten. Und ich werde hier natürlich auch die Sachen angehen, die ich gerade im Video gezeigt habe. Da führt es mich einfach lang und ich glaube, das geht ganz gut auf der Zeit. Gerade das hier vorne. Ja, da kann ich jetzt auch beruhigt wieder nach Hause fahren. So lange werde ich nicht mehr bleiben. Vielleicht schiebe ich irgendwann noch mal die Forke rein, hole noch ein paar Sachen raus, aber der Tag ist nicht mehr lang, es bleibt nicht mehr lange hell. Daher glaube ich, war es das für diesen Tag. Aber an anderer Stelle werde ich dann auch wieder weitermachen, mich um die Beete kümmern. Ja, gerade so hier reparaturbedürftig und so. Aber boah, ich bin guter Dinge und ich hoffe, ihr seid das soweit auch. Wir haben ein neues Jahr, neue Möglichkeiten und ich hoffe, dass dieses Jahr unter uns Menschen sich ein bisschen mehr Mitmenschlichkeit breit macht. Ja, auch mehr in der Liebe zu handeln, auch wenn es gerade nicht so danach aussieht. Ich bin da guter Dinge. Ich sag mal, das Nadelöhr ist klein, aber danach, glaube ich, sollte das wieder besser aussehen. Das sind einfach so die Naturgesetze, die ich schon lange beobachten darf. Und wenn etwas aus der Balance kommt, dann kommt irgendwann mal der Schub nach da. Und ich glaube, jetzt kommt so die Zeit, wo sich das irgendwann mal einpendeln darf. Ja, so wie in meinem Garten. Also,
Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt im Licht, in der Liebe, in der Mitmenschlichkeit. Lass uns die hochschwingenden Sachen auch hochhalten und ich melde mich dann irgendwann wieder. Bis dahin. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus. Ich gewöhne mir das noch an. Oh Mann. Ein paar Tagen bin ich 44, aber ich habe über 40 Jahre lang einfach immer Lars gehört und auch darüber hinaus. Das ist gar nicht so leicht rauszukriegen. Aber mittlerweile möchte ich zu meinem Namen stehen und der ist halt Lars Christian, wobei es gibt noch einen dritten. Ja, da hört das her, dass ich das nicht immer unterkriege und auch nicht so immer aus dem Herzen gesprochen. Dieses Lars Christian ist ja, da muss ich erstmal wohl noch mehr meine Selbstliebe kommen, wenn mir das klappt. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss!